Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen und wir werden auch gleich mal schauen, was wir denn jetzt Tolles kriegen. Was nehmen wir denn? Ene, mene, mu und dran bist. Der ist schon offen. Zwei hier auf der Seite. Ich glaube, hier hatten wir auch schon zwei, ne? Oder, ja, eins, zwei. Dann nehmen wir die Seite wieder. Ich würde sagen, den da. Was haben wir denn Schönes? Munitionchen! Super! Schön! Und zwar, wir werden Scharfschützenmunition haben wir bekommen. Das ist super. Ich könnte mal ein bisschen mit Scharfschützen-Dingen herumballern. Okay, also für alle, die das gleich schlecht verstanden haben wie ich, ich hätte müssen in jedem Level oder immer dann, wenn man eine Statue gesehen haben, diese hübsche Frau, die ich müssen zusammenschlagen. Genau dort sind nämlich diese Schlüssel. Scheinbar. Und das habe ich nicht gemacht. Tut mir leid. Ich weiß jetzt schon, aber ich habe es nicht gewusst. So. Aber so wie es ausschaut, ist das so. Gut. Spitzenerklärung. Waffentechnisch. Genauigkeit, genau. Magazinkapazität, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Schaden geht nicht. Genauigkeit wäre cool. Bei der Schrot schauen wir auch, ob es was gibt für uns hier. Feuerrate. Würde ich sagen, Feuerrate ist gut. Jo. Nehmen wir die mit. Passt. Jetzt sind wir wieder pleite. Hoppala. Das war eins zu viel. Das speichern wir wieder, selbstverständlich. Und dann schauen wir uns weiter um in diesem nicht gruseligen Anwesen. Das war sarkastisch. So. Also speichern. Ja, bitte. Puh, alter Schwede. So. Vor allem dieser alte, ne? Dieser Psychotyp, der geht mir furchtbar auf den Keks. Wirklich furchtbarst auf den Keks. So. Usch. Warte nicht irgendwo. Da nicht immer irgendwo eine Tür? Kann man sich denn hier nirgendwo verstecken? Nein, kann man nicht. Ich hab grad Panik. Ich hab grad richtig Panik. Was ist das, Scherben? Ja. Boah, hab ich grad Panik. Hab ich grad Panik. Alter, ich bin voll fertig. Da sind bei der Schwester die Augen durchgeschnitten. Überall die Augen, bis auf ihm. Das Spiel macht mich fertig. Unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 9. Also oben war 11. Das war das obere Bild, wo die Leute... Oder? Ich verstehe das gerade nicht.
ist doch sicher irgendwo... irgendwo was versteckt. Eine Zahl oder was. Das gibt's ja nicht anders. Aber wo? Vielleicht sehe ich es mit Licht. Ich sehe da aber keine Zahl. Mir fällt da nichts auf. Vielleicht sollen das wirklich die Anzahl Menschen sein, die man auf den Bildern sieht. Oben waren es 11 und da sind es 2, ne? Vielleicht ist das ja wirklich so simpel. Wenn es möglich ist, möchte ich gerne nochmal in den Safe-Raum gehen. Wir haben jetzt beide Teile, ich möchte das gerne speichern. Furchtbar an. Sie wurden erwartet. Das hört man gern, gnädigste. Dankeschön. Einmal speichern, bitte. Ja. Ja, bitte. Bist du deppert? Na, das Spiel ist echt heftig, muss man schon sagen. Also für mich. Boah. Gut. Diese Tür vor allem, die macht so ekelhafte Geräusche. Grauenhaft. Jetzt bleibt nur noch diese Tür hier. Die obere war ja verschlossen. Also nervös ist man da schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Na, das hat nicht hingehauen. Es hat nicht hingehauen. Wo kommt die Alte jetzt her? Und ich dachte, ich war da noch gar nicht drin. Voll schlecht. Ich verbrenne sie mal, vielleicht hat sie noch was. Aber ich glaube nicht, ne? Unglaublich. Nicht. Aber vorher war die Alte ganz sicher nicht da. Ach Gottchen. Ich will das ehrlich gesagt nicht machen. Ich werde verrecken, wenn ich das mache. Ich nehme sicherheitshalber eine. Das wollte ich jetzt gerade nicht.
Jawohl. Famos. Ganz famos. Sollte ich eigentlich speichern gehen? Ich werde auch speichern gehen. Ich werde speichern gehen. Die Bombe haben wir souverän geschafft. Ich bin eh so schlecht in solchen Dingen. Das gehen wir fix speichern. So. Ich muss vorsichtiger sein mit den Spielen und so, ne? Ich bin immer sehr schusselig. Ihr kennt's mir. So. Da wir über 2000 Punkte haben. Sie wurden erwartet. Super. Können wir uns ja auch noch was lernen, auch noch, damit es sich auszahlt, dass wir hergegangen sind. Machen wir das noch zuerst. Alter. Ja, meine Nerven sind sehr dünn. So. Hier bietet sich nichts mehr an, ne? Bei den Waffen. Vielleicht bei der Schrot noch irgendwas mit 2000? Nein. Scharfschützengewehr irgendwas mit 2000? Nachladegeschwindigkeit. Das wäre gut. Das nehme ich. Das gefällt mir. Passt. Ich drücke immer zu viel auf Escape. So. Passt, dann gehen wir speichern. Servus, Gnädigste. Einmal komme ich noch. Mindestens. So. Annehmen. Sehr gut. So. Ja. Gut, also 11 und 2 ist meine Vermutung, ist bestimmt falsch. Ich traue mich wetten, dass wir noch einmal die Bilder uns anschauen müssen. Ach. Gut, hier scheint niemand zu sein. Dann nehmen wir mal die Bolzen mit, also die Harpunenbolzen da, ne? Ah, die Bilder haben sich zusammengefügt. Das war vorher nicht, oder? Das war vorher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur nervös. Extrem nervös. Mit N. Nervös mit N. Das Büchlein hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja, hatten wir und dann versuchen wir da unser Glück, ne? Hä? Benutzen Leertaste. Achso. Ich würde sagen 11. Pfeiltasten, Zahnrad auswählen. Pfeiltasten, Zahnrad drehen. Ja. Und da zwei. Schauen wir mal. Oh! Das war richtig. Das war richtig. Ich brauch Licht. Oh, um Gottes Willen. Das war richtig, meine Damen und Herren. Das war goldrichtig. Alter, ich mach mich gleich in die Hose. Nicht wörtlich. Meine Güte, das fällt gleich halbe Gesicht. 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. C4, ne? Wo soll das jetzt sein? Die Steuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Aha, das ist das vordere Eck. Da irgendwo. Da müsste irgendwo sein.
Weil, ihr seht es ja hier, ne, das Gehirn wurde auf drei Teile aufgeteilt. Hinten ist klar, der Blutzer, da hinten. Mittig ist auch klar, da sind doch diese zwei Schrauben drinnen. Und vorne ist auch klar, da fehlt das Eck, ne? Was genau rein. Und zwar, es ist nicht ganz da vorne, da ist weiß, da unten ist rot. Also müsste hier irgendwo sein. Zwischen den beiden. Zwischen dem da und dem da. Also müsste hier irgendwo theoretisch sein. Werden wir mal versuchen, den genauen Standpunkt herauszufinden. Zwischen zwei so komische Dinger drin. Da so? Müsste. Könnte passen, ne? Hier so irgendwo. Probieren wir es mal. Nein, das war falsch. Okay. Das ist echt schwer zu erkennen. Auf jeden Fall ist hier von hinten her ein Bogen und dann geht es irgendwie gerade weg. Echt scheißlich. Da brauche ich jetzt mal ewig. So, ja. Ich versuche nämlich gerade aus dem Hirn da schlau zu werden. Dann müsste hier diese komische Dingens sein. Dann müsste hier so reingehen und mit dem einen Bogen da, das müsste schon mal stimmen. Da kommt man da hin und dann müsste irgendwie rauf und weg. Ich vermute mal, es müsste doch hier irgendwo sein, oder? Na, ist auch wieder falsch. Auch falsch. Mist. Ob vielleicht C4 gar nicht stimmt? Spielen wir es nochmal ab. Schon. Normal müsste es aber stimmen. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des singulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Das ist voll arg. Geht's dann da drüben weg? Kann es auch sein, wenn man an der richtigen Stelle ist, dass das Auge reagiert? Oder ist das generell ein Gag? Aber wenn, müsste es hier irgendwo sein. Schauen wir mal. Na, wieder falsch. Mann, ey. Na, das ist ja viel zu weit herüben, oder? So weit herüben, das muss ich irgendwo sein. Da irgendwo.
Ich spiele sie mal ab, und muss zuhören. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Na, das mit dem Auge ist kein Hinweis. Gut zu wissen, ne? Das muss doch auch weiter vorne sein. Ich bin da sowieso falsch gewesen. Warte mal. Das schaut hier immer so anders aus. Kann ich das abbrechen? Eher nicht, ne? Jetzt lief es ein paar Mal gut und jetzt kann ich wieder nichts. Das glaube ich. Yeah, getroffen. Sehr gut. Ich wollte es nochmal probieren. Super. Und wir können theoretisch den Part beenden. Weil er hat gespeichert. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Ich wollte schon Desaster sagen, ist eh eines auch. Passt eh. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.